Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kron Unboxing Video von mir für euch. Heute mit dem Grundig 2 in 1 Akku und Handstaubsauger. Alles beginnt zu Hause. Bis zu 60 Minuten kabellose Betriebszeit ist möglich. Dadurch haben wir auch eine flexible Maximalität und der VCH 9631 ist flexibel einsetzbar. Warum? Weil er ein 2-in-1 Device ist. Wir haben Hochleistungselektrobürste am Start, effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und eine platzsparende Aufbewahrung. Und das ist immer ein gutes Argument, nicht wahr? Denn die platzsparende Aufbewahrung kommt daher, dass es einen abklappbaren Griff gibt zur platzsparenden Aufbewahrung und eine Ladestation mit Zubehöraufsatz. Dann haben wir eine vierstufige Akkuanzeige. Die ist gut sichtbar und zeigt uns immer an, wie es gerade so im Akkugeschäft so abgeht. Das heißt Sauberkeit mit Hand und Füß. Akku und Handstaubsauger bei Grundig. Grundig, was ist denn das? Grundig selber ist ein ganz klassisches Unternehmen, sage ich euch, was aber jetzt nicht mehr so klassisch ist, weil es wurde ja aufgekauft vor ein paar Jahrzehnten. Und deshalb ist es jetzt heutzutage in der Holdinggruppe etc. in der großen Company mit integriert. Das also das Grundprodukt Grundig, was sozusagen von früher noch ist, gibt es heute nicht mehr. Das ist also auch ein Tech-Unternehmen, was mit vielen anderen Firmen dort fusioniert ist. Oder war halt pleite und der Name wird weitergeführt unter einem anderen Schäffle. Aber egal, trotzdem ist das Ding wirklich nice am Start. Der praktische 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger mit Zyklontechnologie, Filtersystem, geht der Sauberkeit auf den Grund. Ob als Boden- oder Handstaubsauger sorgt die Hochleistungselektrobürste zuverlässig für das Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen und/oder Tierhärchen. Ein abklappbarer Griff ermöglicht ein platzsparendes Aufwärmen. So verschwindet das Gerät genauso schnell wie die Verschmutzung. Ja, wir haben Elektrobürsten. Das bedeutet jetzt nicht, dass die mit Elektroschall arbeiten oder so. Nee, das ist, die sind einfach nur elektrisch angetrieben. Wir haben einen klappbaren Griff und Zyklontechnologie. Das bedeutet, der Zyklon ist so ein Wirbelsturm in unserem Staubsauger. Dadurch gibt es nämlich eine massive Leistungssteigerung. 18 Volt Akku, das heißt flexibel einsetzbar durch kabellos und eine kabellose Handhabung. Effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und EPA E10 Filter. E10 hat in dem Fall natürlich jetzt nichts mit unserem fossilen Brennstoffen, sprich dem Super Plus oder den Super beim Benzin zu tun. Nee, das hat was mit der Klasse des EPA und EPA-Filters zu tun. Das ist kein HEPA, sondern ein EPA. Hochleistungselektrobürstle, zwei Saugkräfte sind zum Auswählen und Geschwindigkeitsstufen daher einstellbar. Dann 18 Volt Lithium-Ionen-Akku, das heißt, das ist gerade so ganz okay in den Akkusegment. Bis zu 60 Minuten Betriebszeit, das ist lang. Ich hatte auch schon oft Akkustaubsauger, die wirklich nur so 20 Minuten durchgehalten haben. Wenn hier in der untersten Kategorie, in der langsamen Setup, 60 Minuten angegeben werden und es sind dann nur 45 oder 50, sind wir auch schon zufrieden, weil das reicht, um da Dinge da zu füllen. Wir haben eine gute, sichtbare, vierstufige Akkuanzeige, um immer zu sehen, wie viel Saft noch dabei ist und 5 Stunden Ladezeit, bis der Akku wieder voll ist. Er saugt bis zu 500 Milliliter, also ein halbes Liter Trockenschmutz. Nicht nass saugen, Trockenschmutz, das heißt also, ist ein normaler Staubsauger, der hier am Start ist. Ohne Shishi wie Saugen plus Ionenbeträufelung oder Saugen plus Wischen. Nein, hier ist wirklich nur Saugen angesagt und ich finde, das reicht auch voll und ganz. Wir haben umfangreiches Zubehör im Lieferumfang. Die Farbe ist blau, metallic, silber gesetzt. Und das hier ist die effektive Geheimwaffe gegen jede Verschmutzung.
Der Grundig 2-in-1 Akku-Handstaubsauger ist am Start und der ist nämlich auch gar nicht so schwer. Wir haben ihn nämlich jetzt gewählt, weil er ein leichtes Modell ist, weil unser letzter Staubsauger ist kaputt gegangen. Der hat aber auch recht lange gehalten. Und der ist kaputt gegangen, weil ich ihn kaputt repariert habe, nur mal so nebenbei. Der ist leider defekt, deshalb musste ein neuer her und wir haben uns für diesen entschieden, weil er leicht ist. Er ist kein schwerer Klopper. Er ist aber selbst stehend, das heißt, wir haben die Technik im unteren Bereich bei der Bürste-Area. Also die Bürste ist unten, dann kommt der Schlauch, dann kommt schon das Reservoir und oben kommt der Stiel. Die meisten anderen Staubsauger, Akkustaubsauger heute auf dem Markt, sind irgendwie andersrum aufgebaut. Die haben oben die Technik und unten was abgeht. Und der Nachteil dort ist, dass er nicht stehen bleibt, wenn wir ihn einfach irgendwo hinstellen wollen. Das heißt, wir müssen ihn immer irgendwo gegenlehnen, dann fährt er aber weg, weil die Rollen ja so leichtgängig sind, was man ja eigentlich auch möchte. Aber hier ist es sinnvoll gemacht. Wir haben unten die Technik. Die Technik ist unten und dadurch bleibt er stehen wie eine Eins. Ja, und das auch noch ohne Einrastfunktion oder so. So, ihr seht, das Paketle hier ist so ein bisschen auf Naturschutz gemacht oder nicht. Ne? Wir sehen dieses Braun am Start, dann sehen wir das Produkt selber abgebildet, ne? Und ihr seht auch, dass er geklappt ist. Also wenn er ausgeklappt ist, ist er größer. Ne? Nur mal so. Ne? Also der ist schon größer. Der könnte schon vernünftig mit Staubsaugen. Und wir haben 60 Minuten Möglichkeit, hiermit zu saugen. Und in 60 Minuten saugt ihr bestimmt euren Haus oder wenigstens eure Etage, wenn ihr eine Villa habt, durch. Wenn ihr jetzt im Buckingham Palace lebt oder so, dann kommt ihr vielleicht doch nicht mit 60 Minuten hin. Aber dann holt ihr euch einfach für jede Sektion mehrere von den Dingern. Oder unterschiedlich, habt ihr mal ein bisschen anders Spaß. Ne? Also das auch für den Buckingham Palace zum Beispiel zu benutzen, wenn ihr wollt. So, also kompakt gebaut, aber das ist ja logisch. Wir wollen ja viel in die Transportwege bringen, was ja auch nachhaltig ist. Ne? Wir wollen keine Luft transportieren, sondern Material. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ding so ausschaut hier. Wir ziehen uns das mal alles raus, was hier drin ist. So, da ist er. Der Grundy. Okay, womit fangen wir an? Wir fangen hiermit an, was uns entgegenlacht. So, hier unten haben wir ein Bürstensystem. Lass mal kurz schauen. Das Bürstensystem ist Elektroantrieb mit einem Elektroantrieb versehen. Das heißt also, es dreht sich. Dann sehe ich vorne 4 LED, die Area, wo wir uns dem Staub zuwenden, also ausleuchten. Hier steht Twin Power. Warum Twin Power? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird Grundig sich gedacht haben, wir saugen ja durch das Rohr hier und wir bewegen uns durch die Bürste, also Twin Power. Oder die sagen, die vier Leuchten und die Bürste, das sind die Twins. Twins bedeutet, dass wir hier dann Geschwister haben oder so, irgendwie strange, ne? Okay, was sehen wir hier? Hier sehen wir eine Einrastvorrichtung. Die Einrastvorrichtung ist nicht aus Metall gefertigt, sondern aus Kunststoff. Ja. Solche Sachen gehen immer gerne kaputt, aber wir werden sehen, wie lange hält. Und hier, was habe ich gerade gesagt? Die hat eine Einrastfunktion. Mit Einrastfunktion, hört ihr das? Klack. Klack, das heißt, wir können ihn so viel besser hinstellen und so benutzen. Das ist gut. Ich dachte, er hätte keine. Weil nämlich, wo ich ihn zur Probe benutzt habe im Laden, wo wir das gekauft haben, war nämlich keine. Also war wahrscheinlich schon ausgelutscht. Aber hat trotzdem gestanden, die Sau. So, hier haben wir zwei Kontakte, um den Strom zur Bürste zu führen. Ne? Dann haben wir zwei Röllchen. So, hier unten können wir die Bürste entnehmen, indem wir diesen Klappenmechanismus öffnen und dann unser Bürstler hinaus komplementieren. Lass mal kurz schauen, wie wir das hier hinkriegen. Oh ja, geht. Guck mal hier. Das geht ganz gut. Weil so kriegen wir dann diesen Bereich hier gut gereinigt. Und danach schauen wir uns an. Bürstli, ja, Bürstli sieht auch ganz gut aus. Bürstli dann auch reinigen, ne? Haare etc. entfernen.
und dann legen wir es wieder ein und hängen diesen unteren Mechanismus auch wieder rein. Der ist auch aus Kunststoff gefertigt. Das ist ein Teil, was auch relativ schnell dann defektirisieren kann. Aber nur kann, weil es gibt auch sehr hochwertige Kunststoffe, die viele, viele Jahre halten. Ich will jetzt nicht vorwegnehmen irgendwas. So, wo? Ich glaube, ich habe es falsch rum ausgepackt. Denn jetzt liegt vor uns alles. So, was haben wir hier? AC Adapter. Eurostecker mit einem kleinen Trafo, Kabel, Verlängerungskabel mit einem Stromanschluss, der dann natürlich für die Ladestation da ist. So, Ladestation aus Kunststoff gegossen. Okay. Unten sind vier Füßchen. Ja gut, kann man so machen, klar. Das stellen wir dann da drauf. Hier ist Zubehör. Die sind sehr kurz, also sind sehr kleine Vorsätze, die dann zum Saugen da sind. Ne, einmal hier für die Tastatur zum Beispiel. Hier dann für Flächen zum Beispiel unter den Garnituren etc. Also ich meine jetzt in diesen Besucherritzen, wo immer das Zeugs verschwindet. Dann haben wir hier einen Aufbau noch für dieses Teil, das eingerastet werden kann. Lass uns das mal kurz hier machen. Das kommt hier rein. Mal gucken, ob es andersrum geht. Nein, ist auch richtig so. Denn ich merke, hier gibt es eine Einrastfunktion. Hört euch das an. Ja, hat jetzt nicht groß Knack gemacht, ist aber drin. Von der Seite könnte man es wieder lösen. So, was haben wir hier jetzt? Hier haben wir jetzt zwei Kontakte. Diese Kontakte sind zur Stromübergabe von der Ladestation. Was schön ist, dass hier eine Auffangzunge ist, damit auch schön aufgefangen wird. Und das sollte auch ganz gut funktionieren. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, da können wir nicht meckern, ne? Stromanschluss ist hier an der Seite. Das heißt, einfach einstecken, im Strom versorgen und dann kann das losgehen. Okay, das ist die Ladestation. Wir schauen gleich. Ne, anders können wir nicht laden. Wir müssen in der Ladestation laden, weil der hier die zwei Abnahmen hat. Dann haben wir Wandbefestigungsmaterial, um dieses Ding dann sogar noch über diese beiden Löcher an die Wand zu bringen. Dann haben wir Bedienungsanleitungszeug. Das haben wir hier. Garantiezeugs. Dann haben wir hier 2-in-1-Cotter-Stick Vacuum Cleaner. Der ist für, das ist ja auch wichtig, der ist für Hartholzböden und auch für Teppiche gedacht. Englisch, Deutsch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Rwutski, Polski, Svenska, Norsk, Suimi und Dänisch. Also viele Sprachen. Übersetzt ist die Bedienungsanleitung, aber ihr könnt auch einfach euch anschauen, wie er funktioniert, schon in diesem Video hier, nicht wahr? Weil es ist alles selbst erklärt, wisst ihr? So, und hier haben wir das Stück der Wahl. Es ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Natürlich ist es aus Kunststoff gefertigt, denn dieses Gerät hier ist jetzt nicht im High-Price-Level ansässig. Deshalb Kunststoff ist günstiger in der Herstellung als Metall. Ganz klar, zumindest jetzt noch. Ich habe ihn schon aus Versehen mit meinem Palm angemacht. Was haben wir hier? Er ist geklappt, wie ihr seht. Wir können ihn aber auch so entklappen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Kaulquappe, oder so, guck mal. Oder wie so ein Spermium. Aber die haben eigentlich so Drehdinger hinten, ne? Eher so wie eine Kaulquappe, ne? Hier vorne haben wir dann den Kopf und den Körper der Kaulquappe. Hier hinten ist dann der Schwanz, der sich bewegt und Vortrieb macht. So, hier ist die Einklappfunktion. Wie funktioniert die? Jetzt ist sie gelockt. Dann können wir sie entlocken. Dann können wir sie wieder klappen. Seht ihr das? Ja, ne? Zack, zack. Das funktioniert gut. Alles aus Kunststoff gefertigt. Dann haben wir am Griff oben die Möglichkeit, den Staubsauger anzumachen. Mit dem Knöpfli. Natürlich nur, wenn das geschlossen ist, weil hier auch die Elektroden, die elektrische Leitung dann geschlossen sein muss. Ansonsten funktioniert es nicht. Also wir haben einen Knopf zum An- und Ausschalten. Der Knopf selber ist auch Kunststoff gelagert mit einer kleinen Feder drunter. Und hier haben wir die Leistungsstufen, die wir einstellen können. Okay, so. Also mal testen. Geht nicht. Wahrscheinlich müssen wir unten dann sogar noch dieses Teil anschließen, damit es überhaupt oben funktioniert. Hier das funktioniert immer. Warum? Weil es ein 2-in-1 ist. Kommen wir gleich zu. So, dann haben wir nämlich hier einen Knopf. Habt ihr gerade gesehen?
Ne, hier, Knopf. Dann können wir nämlich hier dieses Teil herauslösen. Wow. Cool, oder? Ja, damit wird euer normaler Handstaubsauger zu einem... Ach, jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert hat. Hier war eine Sperre drin. Das heißt, jetzt sollte es funktionieren. Hier ist nämlich ein Handstaubsauger noch mit dabei. Oh yeah. Das ist cool, weil er ist gar nicht so schwer. Ne? Der ist gar nicht so schwer. Die komplette Technik ist hier drin. Und das andere hier, also hier unten ist nochmal Technik, ist ein Elektromotor drin, der das antreibt. Aber ansonsten sind hier nur Verkabelung drin und Leitungen. Hier ist die ganze Technik, der Motor etc. drin. Und wenn wir den wieder einlegen, also geht unten dran, schiebt ihn oben rein, dann sollte jetzt auch hier oben das funktionieren. Zwei Leistungsstufen. Runter. Das ist Leistungsstufe Low. Das ist Leistungsstufe Hoch. Und das ist aus. Gut. So, das funktioniert ja schon mal klasse, ne? So, demzufolge wissen wir jetzt, wir können dieses Teil so benutzen, dass wir es raus und wieder rein down. Dann haben wir hier die zwei Freunde, die dann hier, ich zeige es mal in Trockenübung, hier reingeschoben werden. Zack, dann sind die Kontakte geschlossen und dann kann die Ladung losgehen. Hält auf. Dann haben wir hier unten die Aufnahme für unseren Brushfreund. Zack, rein damit. Ja, mal gucken. Oh, Moment. Jetzt ist fest. Okay. Jetzt ist fest. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ding sich unten auch dreht. Leitungsschluss ist da. Motor wird betrieben, wenn Motor läuft. Ne? Sehr schön. Und das ist jetzt das ganze Teil. Wir lösen es, indem wir hier auf den Knopf drücken und können das abziehen. Gut. Wir kommen ins Innere. Hier sind zwei... Bereiche, die wir zusammendrücken und können dann nämlich hier diese Box abnehmen. Haben wir die Box aus, ne? Und haben hier jetzt die Möglichkeit, Reinigung am Einlass-Area zu setzen und hier sogar den Motor, dieses Drehding da drin, das Komprimierungsrad auch zu reinigen. Wie machen wir das hier sauber? Es gibt hier unten keine Klappe. Wir gehen oben dran und ziehen diesen Bereich heraus, okay? Und dann ist ja hier der ganze Schmoddel, Droddel, Hoddel dran. Und das Ding können wir dann einfach auskippen mit dem ganzen Dreck. Hier drin ist natürlich noch ein Filter. Dieser Filter, der EPA-Filter, kann unter fließendem Wasser ausgewaschen werden. Ihr könnt ihn natürlich auch nachkaufen. Auch dieses Teil kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Auch dieses Teil kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Wenn ihr das getan habt, ganz wichtig ist, nicht wieder feucht einbauen, sondern trocknen lassen, 24 Stunden am besten in der Sonne, denn die UV-Strahlung ballert auch nochmal dazu. Danach schiebt ihr das Ding wieder rein. Lass uns mal kurz gucken, wie. Hier sind nämlich so Nippelchens an der Seite und hier sind Einbuchtungen. Das heißt, wir müssen das jetzt so positionieren, dass es sozusagen, ja, habt ihr gesehen, das ist so... es passt nur an einem Ort. Ich drehe und drehe und drehe. Und jetzt zack. So, und dann drehen wir es in Position. Zack. Das war jetzt so 10 Grad nach rechts. Dann ist fest. Gut. Jetzt schaut immer, dass diese Gummidichtung hier intakt ist. Denn die soll das ja schön abdichten, was wir jetzt hier so aufsaugen. Und dann schiebt ihr das wieder zurück, bis die Gummidichtung halt hier seinen Platz wieder eingenommen hat. Ausgezeichnet. Und damit ist das Teil auch schon wieder gereinigt und kann schon wieder zurück in the Horst. Wir gehen so vor, dass wir das jetzt von oben nach unten einlocken. Zack. Und damit sind wir wieder am Start. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich hier noch zwei Zubehörteile. Die gehören hier an diesen Part dran. Das heißt, den können wir hier reinstecken. Lass mal kurz schauen, wie rum. Nee. Ja. So, seht ihr? Damit können wir nämlich jetzt hier ein genaueres Reinigungsbild uns verschaffen. Zack, guck. Kann man so machen, ey. Saugt ganz gut, ist sehr gut geeignet für
als Zweitstaubsauger oder bei kleinen Wohnungen sogar als Hauptstaubsauger kann man sehr gut wirklich da verwenden, bin ich der Meinung. Das ist eine gute Wahl. So, hier unten können wir das Zubehör, glaube ich, reinschieben. Ne, hier passt es ganz gut rein. Zack, dann kommt es nämlich schön auch in Position. So, und dann natürlich das Hauptaugenmerk ist dann unsere Hauptquelle, um hier eine vernünftige Reinigung mit unser oder in unserem Häusle stattfinden zu lassen. Das ist der Grundig Cyclone 18 Volt 2-in-1 Akku und Handstaubsauger mit der Typisierung VCH9631. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!